Ja, hi Leute, herzlich willkommen zurück zu meinem kleinen Video. Ich will euch einfach nur mal ein bisschen zeigen, wie man eigentlich sehr leicht Gold farmen kann in Diablo. Das vermutlich mittlerweile auch schon die ein oder anderen selber rausgefunden haben. Und ja, wechseln wir einfach mal kurz zum Spiel. Ja, und zwar, also, ihr kennt mit Sicherheit schon den Goldgem, der hier droppen kann. Der Gabe des Sammlers heißt der Gem. Der droppt allerdings nur im Goblin Rift. Und ja, hat eine prozentuale Chance für Goldexplosionen. Also wenn man Gegner tötet, dass Goldexplosionen verursacht werden. Und ja, wenn man da so ein bisschen Goldfan-Gear anzieht, ich habe jetzt zum Beispiel nur zwei Teile, nur ein Gürtel und ein Amulett, das reicht eigentlich schon, für in relativ kurzer Zeit relativ große Massen an Gold zu farmen. Ich demonstriere das einfach mal kurz. Klar, wenn man den Game upgradet, ist die prozentuale Bockchance natürlich höher. Dass der dann zum Beispiel 50% oder 98% droppt, Procs nicht droppt. Aber man sieht ja hier schon die Goldmassen, die hier einfach auf dem Boden liegen. Ja, da habe ich gerade schon wieder fast 1 Million aufgehoben, wie man hier unten in der Ecke sieht. Das ist schon sehr nice. Also, die Goblin Rift, die sind ja sehr selten, sind zwar immer noch die beste Methode, um an Gold zu kommen, aber ich denke, so für ein bisschen T6 nebenbei, wenn man hier normale Drakeys farmt, dass man da einfach das Ding anzieht und ja, GG würde ich sagen. Weil noch leichter an Gold kommt man eigentlich nicht ran. Goldprobleme sollte also eigentlich mit dem Gem keine mehr haben. Ja gut, klar, man muss erstmal das Glück haben, Goblin Rift zu kriegen. Aber man kann ja gezielt Goblins farmen. In gewissen Ebenen sind ja eigentlich zu 80 bis 90% immer Goblins. Muss man halt ein bisschen suchen, bisschen Luck haben. Und wenn es dann der Fall ist, dass man mal einen findet, droppt eigentlich, soweit ich das weiß, zu 100% auch dieser Gem da. Ja. Und es lohnt sich definitiv eigentlich den Gem bis Stufe 25 abzugraden. Weil die prozentuale Chance bei 50%, Quatsch, bei Stufe 25 ist glaube ich schon, lass mich nicht lügen, irgendwo bei paar 60% oder paar 70 sogar. Und ja, das ist eigentlich nur noch Brock. Und einfach nur noch jede Menge Gold. Ja. Ich wollte euch eigentlich mal noch kurz zeigen, eine große Mobgruppe, aber irgendwie ist hier gerade irgendwie nichts mit großen Mobgruppen, damit man mal sieht, wie extrem krass das auch rocken kann. Ich glaube, ich gehe gleich einfach mal ein anderes Gebiet schnell. Ja, wechsel mal kurz das Gebiet, gehen wir halt in der Agonie Ebene 2, wenn ich rauskomme. Ja, dran, nicht. So, halt irgendwie so. Ist ja. Bisschen umständlich gemacht, aber naja, gut. Weg am Start. Schnell weg. Es gibt natürlich auch einen Trick oder eine nette Aktion, und zwar sind das diese verfluchten Truhen, die man als Bounties bekommt, wo man die verfluchten Truhen einfach nur läutern muss. Da kommen ja immer in der Regel 100 Gegner raus, oder wenn man schnell ist, kommen ja sogar auch mehr Gegner raus. Und ja, wenn man da diesen Gem anhat, kann man da in so einer Truhenaktion auf T6 mal gut und gerne mit bisschen Goldfeind-Gear 3 bis 5 Millionen Gold machen in 2 Minuten oder so. Das ist also sehr, sehr nett. Also sehr zu empfehlen auf jeden Fall. Leichter in Gold kommt man halt nicht, ne, wie gesagt. Man sieht ja hier, guck mal, 4 Mobs getötet und keine Ahnung, unten 1 Million Gold aufgehoben. Also GG, würde ich sagen. Ja, leider sind es hier irgendwie gerade keine großen Mobgruppen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Was ich eigentlich gerne zeigen wollte. Aber naja, gut. Ich denke, ihr habt mehr oder weniger gesehen, worum es hier geht, oder wie einfach es geht, an Gold zu kommen. Und ja, würde sagen, probiert euer Glück selber aus. Ich denke, die meisten wissen schon, aber ich mache es einfach zum Spaß. Mal hier das Video, lade das mal auf YouTube hoch. Und einfach, weil ich Langeweile habe momentan. Habe ich mir gedacht, mache ich das mal. Ja, an dieser Stelle würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und ich hoffe, es hat gefallen. Lasst bitte Kommentare da, Abos. Und wir sehen uns. Peace out.